Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Physio Fitness. Diese ganzen 6 Tage kannst du natürlich jetzt jederzeit mitmachen. Also jeden Tag wird jetzt ein neues Video zum Thema veröffentlicht oder du ziehst dir das ein oder andere heraus, das dir ganz besonders gut tut und das du ganz besonders benötigst. Wir starten heute mit dem Nacken. Vielleicht hast du auch öfters einen verspannten Nacken, dann hoffentlich helfen dir diese 15 Minuten. Richte dich auf, das ist nämlich ganz wichtig. Und dazu starten wir auch in der Aufrichtung. Außenkante belasten deiner Füße, die Großzehenballen und die Fersen. Die Knie sind etwas durchlässig, sehr gut. Bauch spannen und Brustbein anheben. So, deine Krone auf deinem Kopf merkst du. Und dann müsstest du auch schon spüren, dass du dich entspannst im Nacken. Ein bisschen zumindest. Sehr gut. Dann lass deine Schultern ganz locker nach hinten kreisen. Einfach mal so ein bisschen durchlockern. Den Atem fließen lassen. Das ist auch wichtig. Werde größer, nimm deine Hände zu den Schultern und kreis mit den Ellbogen. Es ist ganz wichtig, dass unsere Brustwirbelsäule beweglich bleibt, dass die Schultergelenke, der Schultergürtel beweglich bleiben, um den Nacken entspannt zu halten. Wenn wir hier oben zu fest sind, dann merken wir auch oft Verspannungen im Nacken. Also wirklich schön locker lassen. Lass dann deine Arme sinken, die Schultern tief, zieh die Schultern nach oben, atme aus und ein, jetzt die Schultern tief. Aus, ist genau andersrum, oder wie du es machen möchtest, ein. Denn ganz oft ist beim Einatmen so, dass wir die Schultern hochziehen, deshalb jetzt mal beim Ausatmen die Schultern hochziehen und beim Einatmen bewusst nach unten. Aus, ein. Denn diese Schulterheber sind Atemhilfsmuskeln, die uns beim Ein- und Ausatmen helfen, also beim Einatmen. Deshalb wirklich runterziehen, einatmen. Und jetzt hältst du deine Schultern ganz bewusst hinten unten. Öffnest deine Arme. Wichtig, Beweglichkeit der Brustwirbelsäule. Deshalb Brustbein nach oben, ausatmend wieder rund werden. Brustbein sinken lassen. Einatmen, Brustbein heben, ausatmen und senken. Betonung auf Heben. Also, ganz bewusst nach vorne. In deinem eigenen Rhythmus. Ein letztes Mal noch und dann bleibst du hier, öffnest die Arme und kommst jetzt nach rechts und links. Becken stabil. Wirklich deine Brustwirbelsäule zur Seite bewegen. Jetzt versuch, mehr in der Mitte zu bleiben und schneller zu werden mit den Armen. Stabilisiere dich hier in der Mitte. Und mach ganz kleine, schnelle Rüttelbewegungen. Schultergürtel entspannen, atmen, spür, wie du dich jetzt aufrichtest, ganz von alleine. Noch 4, 3, 2 und kurz auflösen, locker lassen. Super. Deine tiefen Muskeln stärken, die dich aufrichten. Gleich noch einmal, Arme zur Seite, Schultern tief und rütteln. Atmen. Und nochmal wieder auflösen, locker lassen, entspannen, Schultern fallen lassen, einatmen und aus. Jetzt drehst du deinen Kopf nach rechts und links. Versuch mal so weit, wie du kannst, den Kopf zu drehen. Sehr gut.
Und jetzt lässt du den Kopf nach vorne fallen und kreist mal ganz langsam, 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 langsam über vorne. Lässt ihn zur einen Schulter öffnen, Ohr Richtung Schulter. Und langsam, langsam wieder nach vorne, spür deinen Nacken. Und zur anderen Seite aufdehnen. Gleich nochmal ganz langsam nach vorne. Zur Seite. In deinem eigenen Tempo. Komm wieder zur Mitte, nimm deinen Kopf in die Mitte, richte dich auf und spüre einen Moment nach. Fühlt sich schon irgendwie anders an? Dann beginne noch einmal mit deinen Schultern zu kreisen, locker lassen und gerne nach hinten kreisen, denn nach vorne machen wir den ganzen Tag die Bewegung. Jetzt vergleichen, hat sich was verändert? Vergleich zu vorher, Hände zu den Schultern, Ellbogen zurück. Brustwirbelsäule mitrotieren, Becken möglichst stabil halten. Komm wieder zur Mitte zurück, löse auf, Schultern hoch, ausatmen, einatmen tief, aus, ein. Aus, ein. Halte unten, Arme zur Seite, Schultern tief, Brustbein aufmachen, nach diagonal oben schauen und ausatmen, rund werden. Ein. Und aus. Vielleicht tut dir die eine oder andere Bewegung ganz gut, die du dann ab und zu auch im Alltag mit einbauen möchtest. Noch einmal öffnen, hier bleiben und rechts und links neigen, Becken stabil, gleichmäßig deine Füße am Boden aufstellen, gleichmäßig belasten und schneller werden. Das heißt, in der Mitte bleiben und ganz kleine, schnelle Rüttelbewegung ausführen. Wieder zur Mitte kommen, entspannen, kurz auslockern, noch einmal, einmal noch, wenn du wieder locker bist, Arme zur Seite und Tempo, kleine, schnelle, nur die Körpermitte, die sollte aktiv bleiben. Noch 4, 3, 2, halten. Und lösen, locker lassen. Rücken mal so ein bisschen ausschütteln, den Kopf dann nochmal nach rechts und links drehen. Vielleicht geht es schon so ein bisschen weiter und vielleicht ist es auch nicht mehr ganz so unangenehm. Und dann kommst du wieder zur Mitte und fängst über die Seite ganz langsam wieder an, den Kopf nach vorne fallen zu lassen. Schwer, schwer, schwer. Und zur anderen Seite und wieder ganz langsam die Nackendehnung wahrnehmen, zurück zur Mitte. Am besten ausatmen. Ein, zur Seite. Letztes Mal noch.
Dann richtest du dich wieder auf, kommst zur Mitte, lässt locker, schüttel dich mal so ein bisschen aus, deinen ganzen Körper und spür, ob dieses Rütteln und Schütteln auch da oben ankommt. Das soll schon so sein, dass du wirklich auch im Nacken, Schultergürtel locker lassen kannst. Ist gar nicht so einfach, locker zu lassen, ich weiß, aber es lohnt sich. Jetzt auch ein bisschen nach rechts und links schütteln. Auslockern. Dann nimmst du deine rechte Hand und lässt sie nach unten ziehen. Vielleicht kannst du, ich mach's mal so mit, sie auch am Handgelenk fassen, deinen Kopf nach links bewegen. Genau. Schulter tief ziehen, Kopf nach links, Nacken spüren. Lösen, andere Seite, entweder nur die Schulter oder du ziehst den Arm und kommst mit dem Kopf auf die rechte Seite. Dann langsam wieder zur Mitte auflösen, Hände reiben, bis sie warm werden, so richtig schön warm. Dann weißt du jetzt bestimmt, an welcher Stelle du öfters verspannt bist. Entweder streichst du jetzt Rücken mal von oben nach unten neben der Wirbelsäule hier deinen Nacken ab oder du massierst deinen Nacken. Einfach mal reinspüren, was dir gut tut. Nur wenn du abstreichst, neben der Wirbelsäule, immer von oben nach unten. Und auch zum Schluss der Massage nochmal von oben nach unten. Dreimal abstreichen und dann auslockern, wegschütteln. Noch einmal deine Hände reiben und zum Schluss wollen wir noch unsere Augenentspannung, denn oft ist auch der Grund der Nackenverspannungen, dass unsere Augen überanstrengend sind. Also wenn du viel in den Bildschirm sehen musst, dann entspann wirklich die Augen ab und zu. Dann schließ deine Augen und leg jetzt deine warmen Hände auf die geschlossenen Augen. Spür, wie sich die Augen entspannen dürfen. Vielleicht auch dein Nacken sich automatisch weiter entspannt. Dein Atem fließt. Dann atmest du aus, lass die Augen geschlossen und nimm die Hände weg. Und im nächsten Ausatmen öffnest du langsam wieder die Augen. Sehr schön. Jetzt spür nach, wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Stand an? Fühlst du dich aufrecht, stabil? Wie fühlt sich dein Nacken an? Fühlt er sich entspannter an? Hoffe ich. Noch so ein kleiner Tipp für zwischendurch, falls du viel am Bildschirm sitzen musst, dann nimm dir wirklich alle 20 Minuten Zeit, ungefähr 20 Sekunden lang, um irgendeinen Baum vielleicht aus dem Fenster anzusehen oder irgendwo in die Ferne zu sehen. Denn deine Augen, die brauchen auch dieses Nahe und Weite, auch mal die Fernsicht, nicht nur immer den Bildschirm, also alle 20 Minuten für 20 Sekunden. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir gut getan und vor allem auch gut gefallen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir unten, netten Kommentar. Vielleicht hast du Lust, jemanden einzuladen, der
auch Nackenverspannung hat oder dagegen was tun möchte. Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Den Link findest du unter dem Video, der heißt Deine Unterstützung. Kannst du mich, was es dir wert ist, mit monatlich 2,50 Euro unterstützen oder 5 Euro oder 10 oder 20, also was du willst. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ansonsten schau in die Playlist Physio Fitness auf meinem YouTube-Kanal, da findest du noch viel mehr Videos. Oder in diese Playlist jetzt von diesen 6 Videos, da findest du, die findest du auch da oben bei dem Infopunkt übrigens. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes gemeinsames Training. Bis dann!